Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich weiß nicht, ob ihr bei Twitter die letzten Tage und Wochen irgendwie mal reingeschaut habt, aber so seit 2 Wochen ist da, ich sag mal, etwas in Gang gebracht worden. Und zwar hat irgendein größerer Twitter-Heini ein Top-Tier-Ranking gemacht für alle CODs seit 2007. Das heißt, seit Call of Duty World at War müsste das sein. Im Prinzip der erste Multiplayer damals, der einem erlaubt hat, Prestige zu gehen und ähnliche Sachen wirklich neu reingebracht hat. Also Call of Duty vor 12 Jahren war absolute Neuheit und wirklich ein Meilenstein der PlayStation, Xbox, Computergeschichte. Und was er gemacht hat, ist im Prinzip, er hat 5 Kategorien genommen, von Rot bis Grün. Und hat damit bewertet, wie die Spiele im Nachhinein für ihn waren, so dass man Top-Ranking hat für die besten und schlechtesten Spiele. Ganz oben GOAT, also vielleicht kennen das einige aus dem Football, Greatest of All Time, also das Beste. Bei Elite findet man dann die Games, die wirklich hervorragend waren, vielleicht 1-2 kleine Macken hatten. Decent heißt im Prinzip nichts anderes als waren in Ordnung, aber eher Durchschnitt. Mäh ist dann eher sowas wie, okay, ich habe es angespielt, aber ich brauche es nicht nochmal unbedingt. Und ganz unten Never Played ist dann für mich eher, habe ich schon gespielt, aber definitiv das Schlechteste, was es irgendwie gibt. Das ist ganz interessant. Ich werde unten verlinken, wo ihr das selbst für euch einmal darstellen könnt, falls ihr vielleicht einen Kanal habt und das irgendwie euren Zuschauern oder euren Abonnenten gerne einmal zeigen wollen würdet. Und wenn wir mit dem ersten COD anfangen, dann muss ich sagen, ich habe echt lange überlegt, aber ich bin der Auffassung, das erste COD, also im Jahr 2007, war in Ordnung. Es gab ein Prestige-System, was wirklich ein fettes Problem war die Hit-Detection, die einfach gar nicht funktioniert hat. Das wurde mit den Jahren ein bisschen besser, nicht bei allen Teilen von Infinity Ward, aber bei einigen zumindest. Treyarch struggelt da ja irgendwie immer noch. Wenn wir uns den Nachfolger angucken, dann bin ich ebenfalls der Auffassung, dass es auch wieder in den normalen Bereich gehört. Das Problem damals war ein bisschen, wenn ihr mal dran denkt, die M16 zum Beispiel war also völlig überpowered und beide Spiele haben so ein bisschen die Spieler in die Hälfte geteilt. Die eine Hälfte, die gerade dazugekommen war, wollte das erste noch spielen, die andere Hälfte das zweite. Das ist anders als heute, wo die meisten aufs neue COD springen. Deshalb ist das Ranking für mich ganz klar so, dass ich sage, beide Spiele gehören definitiv für mich in den mittleren Bereich. Wäre so das Thema Hit Detection ein bisschen besser oder Ein-Mann-Armee mit Gefahr ist nah, das heißt mit den Sprengsätzen und dem Granatlauncher, dann würde ich es wahrscheinlich noch ein bisschen höher setzen, aber so ist auf jeden Fall die Entscheidung von mir erstmal, dass ich beide Spiele in die Mittelkonsole setze. Ich weiß, es wird 1 oder 2 Entscheidungen geben bei dem ganzen Ranking, wo ihr in den Kommentaren den Hass abladen werdet. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ihr müsst es nachher mal kommentieren, was euch, ich sag mal, am meisten gestört hat oder wo ihr mir vielleicht sogar recht gebt. Ich weiß es aber jetzt schon, bevor ich es fertig gemacht habe, es wird einiges geben, worüber ihr unbedingt wahrscheinlich euren Hass oder eure Wut auslassen wollt. Wenn wir jetzt aber zum nächsten Teil kommen, wenn ich gucke, was wir jetzt so noch einfahren, wir machen das jetzt nicht unbedingt durchgängig in der kompletten Reihenfolge, dann kann ich auf jeden Fall überlegen, dass ich vielleicht die nächste COD ein bisschen tiefer setze. Ich war kein großer Fan davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es damals schon gespielt, nicht so intensiv. Im Prinzip wie bei World at War hat mir ein bisschen gefehlt, dass man noch einen dritten Modus hat. So wie heute normal, man hat immer 3 Modi im Prinzip. Multiplayer, Zombie und Blackout oder Singleplayer, Tutorial, Multiplayer und Zombie oder. Es gibt irgendwie in jedem COD mittlerweile 3 Koop-Modi oder irgendwie Modis und da fehlte leider einer. Wenn ich mir dann angucke, Black Ops 1, da würde ich definitiv sagen, gehört zur Elite. Black Ops 1 war eins der besten CODs bisher. Es reicht für mich aber nicht für komplett das Beste von allen. Da habe ich mir einen Platz nämlich aufbewahrt. Aber ich denke, sind wir uns alle einig, Black Ops 1 war ein super Teil. War das erste Mal, dass Treyarch wirklich richtig was rausgehauen hat. David Fonda hat da sozusagen seine COD-Karriere gestartet und ist wirklich ein hervorragendes Game. Das erste Game, was ich bis Prestigemeister durchgespielt habe, war Modern Warfare 2. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, Modern Warfare 2 ist eins meiner Lieblings-CODs. Ein unglaublicher Multiplayer. Es gab natürlich genug Broken Stuff, das wisst ihr auch selber. Nichtsdestotrotz wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel.
Ich werde das Ganze auf jeden Fall ein bisschen verschnellern und werde euch mal die Gesamtansicht zeigen, damit ich gleich in Ruhe nochmal darauf eingehen kann, warum ich welches Ranking wie nehme. Das Problem ist einfach, dass ich jetzt schon merke, dass wir mit der Videozeit unter einer Stunde niemals auskommen, wenn wir jedes einzelne Spiel komplett sozusagen auseinandernehmen und bewerten. Also auf der Top-Position definitiv Call of Duty Ghosts. Ich weiß, einige von euch werden fragen, ob ich bescheuert bin, aber es war mein absolut Lieblings-COD, das beste COD, was ich je gespielt habe. Und das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass es tatsächlich zurückkommt. Modern Warfare 2 war ein sehr gutes Spiel, Black Ops 2 war ein super Spiel. Bin definitiv der Meinung, dass man auch beide in die oberste Kategorie nehmen kann, aber ich bin halt der Auffassung, es sollte, wenn man sagt, das Beste von allen Zeiten, auch wirklich nur eins mit reinnehmen. Es kann keine drei oder vier Besten aller Zeiten geben. Deshalb bin ich felsenfest der Überzeugung, dass Call of Duty Ghosts, weil es mein persönlicher Favorit war, ganz, ganz nach oben gehört. Wenn wir uns dann nochmal angucken, was ich auf dem letzten Platz gestellt habe, das ist Call of Duty WW2, World War II. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, World War II war noch schlechter, wirklich noch schlechter, als Advanced Warfare und EW. Beide Teile fand ich wirklich schrecklich, wobei man bei Advanced Warfare dazu sagen muss, dass es das allererste COD war mit neuen Sprungmechaniken, mit im Prinzip futuristischer Ausstattung. Da hatte Sledgehammer damals wirklich, wirklich eine Menge mit zu tun. Trotzdem ist es einfach ein grandios geflopptes COD, hat aber auch den Grundstein fürs Black Ops 3 gelegt, was ich auch nicht in die höchste Kategorie einstufe, sondern nur in die zweithöchste. Aus dem einfachen Grund, dass ich die Mikrotransaktionen in Black Ops 3 absolut nicht feiere. Wirklich absolut nicht. Vom Gameplay an sich war es ein tolles COD, hat unglaublich Spaß gemacht, hat sozusagen meine YouTube-Karriere, wenn man so nennen kann, schon in Gang gebracht. Wirklich viele coole Erinnerungen, cooles Spiel eigentlich, aber das, was da mit dem Schwarzmarkt war und mit den Vorratskisten, das zieht für mich definitiv einen Punkt ab. Wenn wir uns angucken, WW2 auf dem letzten Platz, also nochmal drauf zu, das ist wirklich das schlechteste COD, was ich je gesehen habe, und es ist ein Witz, dass so etwas, wenn ihr mich fragt, nur meine Meinung, veröffentlicht wurde. WW2 ist ein, es ist viel zu realistisch gewesen. Natürlich ging es um den Zweiten Weltkrieg, aber wenn man länger als eine halbe Stunde gespielt hat, hat man das Gefühl gehabt, dass man Depressionen bekommt, weil alles so traurig war und es gab keine Farben, es war, jeder ist mit einer Granate gespawnt, die er automatisch dabei hatte, die Hit Detection hat überhaupt nicht funktioniert, die Maps waren bis auf London Dogs und ich glaube, Arden Forest, absolut beschissen. Wenn ihr euch mal Gustav Cannon anguckt, das ist wirklich die schlimmste Map, die ich seit 10 Jahren im COD gespielt habe. Dazu hat es fast ein halbes Jahr gedauert, bis man so eine Art Spezialistenbonus hatte, den in so einem COD heutzutage eigentlich wirklich, also jedes Entwicklerstudio reintun sollte. Dann muss man bedenken, dass der Start von WW2 nicht nur katastrophal war, sondern unterirdisch. Die erste Woche konnte man nicht länger als zwei oder drei Spiele machen, weil man jedes Mal danach, zwischen, währenddessen, davor oder sonst wann aus dem Spiel geflogen ist oder sich gar nicht erst anmelden konnte. Was wirklich cool war, war die Möglichkeit, sich DLC-Waffen zu besorgen, indem man im Prinzip einfach nur Aufträge und Spielzeit gemacht hat. Das hat beides wunderbar funktioniert, man musste kein Geld ausgeben, da auf jeden Fall ein Pluspunkt für, aber trotzdem, das macht es nicht weg, dass das gesamte Gameplay-Erlebnis bei WW2 so schlecht war. Dazu kam, da muss ich immer wieder drüber lachen, es gab Schnellziehen im Prinzip, aber Schnellziehen hat nur funktioniert, wenn man nicht im Sprint auf L1 gedrückt hat, sondern man musste stehen bleiben und dann L1 drücken. Also wie man auf so etwas kommt, ist mir bis heute unbegreiflich, deshalb definitiv WW2 auf dem letzten Platz. BO3, wie gesagt, auf dem Elite-Platz, nicht auf dem vordersten Platz, aus dem einfachen Grund, dass ich wirklich kein Fan von Mikrotransaktionen da war. Da fing das Ganze wirklich extrem an. AW und IW beide auf dem vorletzten Platz. Es gibt bestimmt einige, die beide mögen. Ich fand beide sehr, sehr schlecht, um ehrlich zu sein. Wenn ich mich entscheiden müsste, welches besser war, dann definitiv Advanced Warfare. Das ist aber nur meine Meinung. Und dann zu unserem, ich sag mal, Hassobjekt sozusagen, Black Ops 4. Black Ops 4 habe ich erst überlegt, ob ich es in die zweitschlechteste Kategorie reinstelle, habe mich aber am Ende dafür entschieden, dass es in die mittlere Kategorie kommt. Und das ist ein bisschen kontrovers, ich werde es euch auf jeden Fall erklären.
Zum einen, die Mikrotransaktionen hier sind eine absolute Frechheit. Die Maps, die wir bekommen haben, sind eine absolute Frechheit. Im Prinzip 80% Remakes von Maps, die wir schon hatten. Und 50% von den Remakes, die wir bekommen haben, sind mittlerweile nochmal im Spiel. So wie Arsenal Sandsturm oder Firing Range bei Nacht oder Seaside Dämmerung oder Seaside, ich weiß gar nicht, Hurricane, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, weil mir es mittlerweile viel zu blöd ist, darauf zu klicken. Das auf jeden Fall, dazu der miserable Black Ops Pass. Also es gibt unglaublich viele Sachen, die bei Black Ops 4 gar nicht funktionieren, die das Spiel absolut nach unten ziehen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, das Potenzial von dem Game ist nach wie vor da. Und es macht einen wirklich traurig zu sehen, dass es nicht ausgenutzt wird, dass man es nicht nutzt, dass man nichts daraus macht. Das ist wirklich ein bisschen ärgerlich. Aber wir können es soweit nicht irgendwie ändern, wir müssen damit leben. Deshalb Black Ops 4 bei mir auf jeden Fall nicht auf einem der Top 2 Plätze. Mich würde interessieren, was ihr davon haltet, weil ich bin ganz ehrlich, Ghost ist für mich das mein Lieblings-COD gewesen. Und ich weiß, dass viele Leute viele Probleme damit hatten, mit der Map-Größe, mit sowas wie dem Einsatzschild und C4 dazu. Es gab da so viele Sachen im Prinzip, die einen haben nerven können, die USB-Vs. Nichtsdestotrotz bin ich der felsenfesten Überzeugung, das ist natürlich subjektiv, dass es das beste COD ist, was ich je gespielt habe. Und ich glaube auch nicht, dass jemals ein anderes COD daran kommen wird. Schreibt mir unten in die Kommentare, Leute, was ihr von dem Ranking haltet. Was seht ihr als schlechtestes COD an? Das würde mich am meisten interessieren. Ich bin mir fast sicher, dass viele von euch COD Ghost sagen werden. Oder vielleicht Advanced Warfare. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Ich würde mich über Kritiken und Anregungen freuen. Ich bin raus für heute. Haut rein.